Dartland News, heute mit Taxi, Pfiffi und Pferd. Herzlich willkommen bei Stadtland News, dem nicht ganz so ernsten Wochenrückblick des Anzeiger für Harlinger Land und des Jeverschen Wochenblatt. Taxifahren ist keine günstige Angelegenheit und durch den Mindestlohn sind die Fahrpreise nun nochmal gestiegen. Das kann schon mal sauer aufstoßen. Doch ein 31-jähriger Friedeburger, der sich am Sonntagmorgen nach Hause kutschieren ließ, rastete deshalb komplett aus. Bei der Ankunft stellte er fest, dass ihm der angezeigte Fahrpreis gar nicht zusagt. Zunächst überreichte er dem Fahrer zwar trotzdem das Geld, dann überlegte sich der angetrunkene Herr das aber nochmal anders und entriss ihm das Geld wieder. Der Taxifahrer wurde dabei leicht verletzt. Während der Friedeburger danach seelenruhig in sein Heim spazierte, rief der Taxifahrer die Polizei, die den Preller später in Gewahrsam nahm. Richtig bitter an der Geschichte ist, dass an dem genannten Sonntag noch die alten Preise galten und die Fahrpreise erst am nächsten Tag, also Montag, erhöht wurden. Autsch. Ein 72-jähriger Mann sorgte vergangenen Sonnabend für eine große Suchaktion in Sande. Der Herr war zur Behandlung im Nordwestkrankenhaus in Sanderbusch. Der diensthabende Arzt vermisste seinen Patienten nach einiger Zeit und schlug nach 2 Stunden Alarm, denn der Mann braucht dringend Medikamente. Polizisten aus Jever, Wilhelmshaven und die Feuerwehr aus Sande begannen intensiv zu suchen. Auch ein Hubschrauber unterstützte den Bodentrupp. Doch das Ganze blieb zunächst ohne Ergebnis. Sogar eine Rettungshundestaffel sollte eingesetzt werden, um den Vermissten endlich zu finden. Doch dazu kam es gar nicht mehr, denn die Familie des Patienten meldete sich. Es gab Entwarnung. Der 72-Jährige war aufgetaucht und gesund. Der Mann war nur auf Heimatbesuch. Mit Bahn und Fähre war er zurück nach Langeoog gefahren. Kleiner Tipp an den Mann: Frische Meeresluft soll zwar überaus gesund sein, bewirkt aber keine medizinischen Wunder. Wenn Pfiffi plötzlich auf dem Rücken liegt und alle Viere von sich streckt oder die Muschi in der Katzenklappe feststeckt, weil das Herrchen ein bisschen zu gut mit dem Fresschen meinte, dann können Bürger aus Friesland und dem Landkreis Wittmund künftig die Tierrettung rufen. Statt 110 oder 112 sollte man im Notfall nun die 0700-000-19292 wählen, wenn der Goldfisch mal wieder kopfüber schwimmt. 12 Freiwillige trafen sich vergangene Woche, um den Verein der Tierrettung Friesland zu gründen. Die ehrenamtlichen Helfer sollen zu Tiersanitätern ausgebildet werden, die bei Suchaktionen nach vermissten Tieren helfen oder, wenn alles zu spät ist, auch mal den Igel von der Straße kratzen. Wer jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich ja mal die tollen Lehrvideos zum Thema Erste Hilfe bei Hund und Katze auf der Internetseite der Tierrettung anschauen. Die Tierrettung hätte eine Reiterin auf Langeoog am vergangenen Wochenende auch gebrauchen können. Auf Tour mit ihrem Pferd ritt die Frau den Strand entlang und wollte bei Ebbe schließlich ein Stück ins Watt hinaus. Das Ross sträubte sich. Seine Intuition sagte ihm wohl, dass das nicht die allerbeste Idee wäre. Doch die Frau blieb stur wie ein Esel und scheuchte das arme Tier in den Schlick. Das Malheur ließ nicht lange auf sich warten. Das Pferd versank im Nordseeschlamm und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. So wurde aus einem stolzen Hannoveraner ein hilfloses Seepferd. Doch zum Glück gibt es ja die Freiwillige Feuerwehr auf Langeoog und hilfsbereite Insulaner. Mit einem Traktor wurde das Tier aus seinem Schlammmassel befreit. Schlammmassel. Super Wortwitz. Zum Sport. 70 Minuten lang Überzahl sind im Fußball eigentlich eine Garantie für einen Sieg. Wenn dann auch noch der Stammtorwart derjenige ist, der vom Platz fliegt und ein Feldspieler für ihn ins Tor muss, weil kein Ersatzschlussmann mit dabei ist, sollte eigentlich jeder Trainer Freudensprünge machen. Denkste. Dass es auch ganz anders geht, hat der BSC Boerhaave am Wochenende bewiesen. Gegen den TB Twixlum gab es eine 1:5 Niederlage. Da konnte auch die Selbsteinwechslung von Trainer Ralf Backhaus beim Stand von 0:3 nichts mehr ändern. Und damit gehen wir ab! Zur Wetterschwester. 0 7 0 0. Halt durch, Schnäuzelchen. 0 0 0 1. Der Onkel Doktor kommt gleich. 9 2 9. 1. Scheiße, verwählt. 0 7. Das war Stadtland News für diese Woche. Seriöse News gibt's Montag wieder am Kiosk und rund um die Uhr im Internet und unseren E-Papers. Mein Name ist Maximilian. Wir sehen uns nächste Woche.